2 oder 3. Also wenn ihr Tiziano Ferro mit Perdono hören wollt, die Natural Born Hippies. Finde ich auch gut. Ja. Mit dem italienisch, du. Mit dem R. Kelly Sample. Und letztes Jahr in Italien. Nee, aber letztes Jahr schon Italien Mega-Hit und jetzt kommt's auch hier. Ja. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Ja, ja. Deswegen, also wählt die Nummer und es gibt immer noch ein Blade 2 Package zu gewinnen. Und natürlich die Reise nach Italien zu der. Jerusalem. Zu was? Das heißt auch Reise nach Jerusalem, oder? Nein, also, nee. Es gibt eine Reise nach Italien, gibt es zu gewinnen. Heute. Ist das sicherer? Zu der Ducati Week. Sehr gut. Fährst du auch Motorrad? Ein bisschen. Aber Flocati ist das nicht das Ding, was auf dem Boden liegt? Nee, Flocati ist das auf dem Boden. Also. Ducati ist das, was richtig Krach macht. Und auf dem Motorrad fahren kann. Meine Viper macht mehr Krach, du. Wer macht mehr Krach? Meine Viper. Du hast eine Viper? Mhm. Ja, cool. Ja, cool. Weißt du, was eine Viper ist? Ja. Ist ein Motorrad, oder nicht? Nee. Nicht? Nee, das ist so ein... Ach nee, Viper ist auch, gibt's auch als ist so ein Sport-Dings-Auto. Ja, so die dicksten Reifen, die es überhaupt gibt. Also das ist aber nicht dieser Dreisitzer, ne? Nee, so zwei und so, also ganz gefährlich so. Aber macht Spaß. Und laut. Und laut. Richtig laut. Ja, das ist für mich in meinem Alter ist das nichts mehr. Ich bin weg vom Motorradsport. Ist ein Auto. Ja, ist ja auch egal vom gefährlichen Motorsport. Man muss ja heutzutage so aufpassen. Ja, wenn ihr Fragen an Modern Talking heute habt. Fahren können. Was, Motorrad? Ja, ich meine nicht so wie Mola. So einfach so drüber weg. Gibt's ihm eigentlich? Ja, sehr gut. Ja, ist wieder da. Ja, es ist ein grandioser Auftritt hier gewesen. Und moderiert schon wieder. Unkaputtbar, wie man so schön sagt. Ja. Wie wir. Ja, genau. Der Modern Talking von Viva. Und ihr könnt Fragen an Modern Talking stellen, wenn ihr wollt. Und zwar, wenn ihr anruft bei uns 0137 33 22 11. Faxe und E-Mails gehen natürlich auch. Und ihr habt eine neue Single dabei, die heißt Juliet. Ja. Und ist, also ich finde, das ist so die erste Modern Talking Single, die nochmal ein bisschen komplett anders ist. Ja, das stimmt. Also ich, ja, von der sehr die ist ja jetzt seit letztem Montag raus. Also nicht jetzt seit gestern, ja. Sondern nee, was haben wir Mittwoch? Also die Woche davor. Und ich war jetzt letztes Wochenende in der Disse, also beziehungsweise in zwei verschiedenen in Hamburg. Und das also ist super gelaufen. Also an jedem, also ich habe das in zwei Diskotheken zweimal gehört und richtig zwischen Hammer-Titeln, sag ich mal, und ich war sehr verblüfft. Also ist mir in den letzten 10 Jahren nicht so oft passiert. Die Leute sind alle auf die Tanzfläche und wuhu. Aber keiner hat das so richtig realisiert, dass es Modern Talking ist bisher. Und die denken so irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwas, aber ich glaube, keiner merkt irgendwie, die tanzen und freuen sich und quietschen und schreien, aber noch haben sie nicht kapiert, dass das Modern Talking ist. Dann haben wir sie verarscht. Ja, geile Nummer, muss man schon sagen. Wer hat sich das wieder mal ausgedacht? Du? Ja, ich war in so einer anderen Disco, ich nenne jetzt extra keinen Namen. Sag ruhig. Und ja, es war Valentinos in Hamburg. So. Und ja, da hatte ich so eine andere Nummer gehört und die hat mich dann da wieder auf den Flow gebracht, so was Ähnliches zu machen. Und Text ist ja auch so ein bisschen anrüchig. Also Typ geht los in die Diskothek, will Mädel aufreißen, füllt die ab, nimmt die dann mit nach Hause. Und kein autobiografischer Song, oder? Nee, also so wie ich vor 25 Jahren war. Und überlegt sich dann morgens, ich weiß nicht, du weißt das ja nicht, du bist nur zu jung, aber ach, morgens wird es dann ja immer so hell. Im Moment wird das dann ja so hell. Ja, kenn ich. Um 7 oder 8 wird es hell und dann sieht man, wie die aussehen. Und dann denkt die Frau bestimmt, oh, wie sieht der denn aus? Aber den Männern passiert das manchmal auch. Und dann überlegt der eben, Mensch, wie werde ich die Juliet schnell wieder los? Nein, das kenne ich aber. Das kenne ich auch schon. Also das... Ja. Das, ja. Ja, die Frauen haben ja diesen riesen Vorteil, dass sie sich immer so schminken. Ja. Nachts im Dunkeln dann immer so toll aussehen. Und dann morgens geht so langsam das Make-up weg und es wird heller. Man denkt, Mensch, wen habe ich denn heute geknattert da? Okay. Ja. Manche heiraten die dann auch gleich noch. Wie meinst du das? Auch mit Verona, fiel mir gerade so ein. Nein, aber mit Verona hatte ich nie vor der Ehe, hat mir keinen Sex. Nein, natürlich nicht. In der Ehe auch nicht. Also nach der Ehe vielleicht. Oh, ein Geheimnis, ja. Wenn das der Franjo hört, wird aber böse. Dann wird die Hochzeit im Petersdom aber abgesagt. Nee, Petersdom wollte ich gar nicht. Stephansdom. Petersdom ist ja im Vatikan. Das kriegt er. Das kriegt Verona alles hin, wenn sie das will. Ja, ja, klasse. Und du bist ja auch in der Hamburger Szene unterwegs. Und heute, Mensch, meine Fresse, dein Freund Jens Riewe, also ich sag mal, Bekannter. Ja, mein Freund, also so befreundet waren wir auch nicht. Ja, aber... Also aber viele sagen ja immer von ihm, er ist so ein bisschen andersrum. Ich habe das nie erlebt. Also er hat mich, damit wollte ich sagen, er hat mich noch nie angebaggert. Nein,
Nee, aber hat man das mal? Achso, du weißt was? Nein, ich weiß es nicht. Und, aber ich glaube, die Geschichte ist uralt und ich glaube einfach, dass es so war, dass der Bild-Zeitung gestern einfach nichts eingefallen ist und dann wühlen die da so alte Themen raus, weil mit Michelle, ich glaube, das ist schon lange her. Achso, ja. Das ist ja gerade ganz aktuell. Udo Jürgens hat sie auch alle gehabt. Ja, aber das wusste doch auch jeder mit Jenny, oder? Ich meine, das wusste ich seit 10 Jahren. Ja, aber das wissen die Leute so intern. Ich wusste das nicht. Also von Jenny Elvers, also ich habe eigentlich... Udo nicht? Nee, Udo Jürgens wusste ich nicht. Ich kenne fast alle. Also sonst, aber also die jetzt... Also die gab es ja auch in der Sendung, Paul, die da schon drüber weg sind, oder? In der Sendung? In welcher Sendung? Was? Nee, ich meine, hier gab es mal irgendwelche Moderatoren, die da, glaube ich, auch was Nils Vogelberg, ja. Zum Bleistift. Noch einer? Ich kenne noch ein paar. Ich aber noch nicht. Also ich finde, das ist eine hochspannende Sendung. Ja, mich mag sie ja leider nicht. Super. Ich würde ja gerne auch noch mal, aber... Pff, ja. Ah, das kriegst du geregelt. Aber jetzt im Moment ist mit Elbert sagen, das ist bestimmt so ein bisschen fester und so, aber... Deine Zeit kommt noch. Ja, genau. Ich weiß dir. Ja, eben. Ich bin auch nicht ganz so groß, aber wenn ich interessanter wäre im Business, dann aber. Na, bald kriegst du doch deine eigene Sendung. Habe ich ja schon. Nee, ich meine auf ProSieben, ach so, richtigen Sender. Ja, genau. Danke, dass du es auch erkennst. Ja. Na, du wirst doch der zweite Stefan Raab, das ist doch ganz klar. Na, dann wollen wir mal gucken. Ja, werden wir sehen. Ja, wir werden es mal abwarten. Ich sag dir eine große Zukunft voraus. Oh, das ist schön. Wir würden dich auch gerne bei uns in der Sendung haben, aber wir zeichnen mal am Wochenende auf. Das ist und schlecht, da bin ich auf Piste. Wochenende ist auf Piste, irgendwie müssen wir wenden, mal mit Dieter auf Piste am Wochenende. Das ist ja ein schönes Sendungsformat, oder? So jeden Samstag mit Dieter auf Piste. Ich hätte da Bock drauf. Ich weiß nicht, ob du da jetzt Bock drauf hättest, aber es wäre so. Kommt mit aufs Geld an. Ja, Ozzy, Ozzy Osbourne macht das ja auch. Nee, aber das ist ja auch unterirdisch, die Serie, finde ich. Das ist ja leider so in Hamburg schon, dass wenn du weggehst, dass da quasi immer irgendwelche Kameras stehen. Und deshalb habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, groß wegzugehen. Weil du kannst, wenn du dich dann nach links umdrehst und so steht eine Kamera rechts. Letztens stand so ein scheiß Paparazzi vor mir mit seiner Freundin, aber mit dem Hintern zu mir. Also der stand da so an der Bar, ja, und hatte seiner Freundin in ihre Handtasche unten so die Handtasche aufgeschnitten. Und durch diese Handtasche guckte mich auf einmal so eine Fernsehkamera an. Ja, so eine kleine. Ne? Und die haben mir gar nichts gesagt. Ich bin hingegangen und habe mir erstmal irgendwie was in die Tasche geschüttet. Aber das ist einfach, weißt du, das ist ja irgendwie nicht mehr normal. Ich meine, dieser komische Schweizer Botschafter hatte sie, habe ich gestern gesehen, irgendwo in so einer Show, hat sich darüber beklagt. Dass Beckmann. Beckmann, ja, dieser Boring oder Bora Fielding. Aber so geht mir das schon seit 20 Jahren und das nervt einfach. Und deshalb überlege ich mir schon im Moment... Du verdienst viel mehr Geld als ihr. Das stimmt. Aber er macht sich jetzt ja auch privat. Nein, aber ich meine, jetzt versuche ich schon so die Diskotheken ein bisschen zu ändern, dass die Leute einfach nicht mehr wissen, ey, Bohlen kommt um 24 Uhr rein und dann haben wir unsere Story. Sondern ich gehe mal dahin, wo die mich gar nicht vermuten. Ah ja. Gut. Ja, bei Bora Fielding finde ich viel schlimmer die Fotos von ihm immer. Er sieht komischerweise immer so unglaublich. Immer so. Ja, ganz cool. Auch auf dem Hochzeitsfoto und so. Ja, ist in der einen versteckter drin, Satanist. So, jetzt haben wir einen Anrufer in der Leitung, der euch was fragen möchte und natürlich auch die CD gewinnt. Juliet. Ja, hallo. Hallo, wer ist denn da? Hier ist die Katrin aus Neustadt. Hallo, Katrin. In Thüringen. Katrin aus Neustadt in Thüringen. Also ich habe erst eine Frage an Modern Talking und dann habe ich noch eine Frage an dich, Olli. Okay, erstmal die an Modern Talking. Ja, und zwar, ihr wart doch letztens zusammen mit den Pet Shop Boys in einer Sendung. Und Dieter, ich weiß von dir, dass du auch auf diesem Konzert von Pet Shop Boys letztens in Hamburg warst. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr da so ein bisschen geredet habt. Wird das vielleicht mal noch was mit den Pet Shop Boys oder ist das kein Thema mehr? Naja, also ich muss sagen, also ich war immer der größte Pet Shop Boys Fan, den die wirklich gehabt haben auf diesem ganzen Planeten. Und ich war in Grünspan in Hamburg und da sind die aufgetreten und seitdem finde ich die scheiße. Also weil das war so eine Verarschung. Also da kamen eben, da standen zwei Stühle, dann kamen die auf die Bühne und haben sich auf diese beiden Stühle gesetzt. Der Keyboarder hatte irgendwie so einen Notenständer mit Harmonien drauf und nach jeder Nummer blätterte da um. Hat er umgeblättert und also voll unmotiviert, voll komisch, alles natürlich Playback und alles komisch und ich war sehr abgeturnt darüber, wie schlecht die waren. Und deshalb bin ich also kein Pet Shop Boys Fan mehr und deshalb werden wir bestimmt auch mit denen nichts machen. Ja. Gemein.
Und vor den Pet Shop Boys, und da waren, also dieser komische Typ da von MTV, dieses Fossil, die Ray Cokes oder wie der heißt. Ray Cokes, ja. Ja. Also der stand, da war so eine Vorband, ja. Die haben nicht einen Ton richtig gesungen, nicht einen Ton richtig gespielt. Das war das Gruseligste. Keiner hat gemerkt, der hatte nur so einen Laptop, diese Techno, wer weiß, wie hießen die oder nee, wie hießen die, weiß nicht, habe ich vergessen. Das war so gruselig, ja. Also dilettanterischen Auftritt habe ich noch nie gesehen. Da sangen dann irgendwelche Leute und irgendwie die Sängerin wusste nicht, wann die Nummer zu Ende ist. Und der hat dann irgendwo auf dem Laptop gedrückt, dann kam da auf einmal ein ganz anderer Titel. Das war ganz schlimm. Und dieser Ray Cokes von MTV, ja, wo ich immer gedacht habe, Mensch, der hat echt Ahnung. Der stand und hat gewippt und hat so getan, als wenn das ganz toll ist. Seitdem, also früher habe ich mir das ja immer zu Herzen genommen, wenn irgendwelche Idioten gesagt haben, meinetwegen, oh, Modern Talking, Ich bin da rausgegangen mit meiner Freundin und habe gesagt, wir sind die Größten. Das hängt vielleicht mit Nachnamen zusammen. Ja, oder? Das war so. Ist egal. Ja, okay. So einfach ist danke. Das. Könnt ihr. Ach, du bist ja noch mehr lang. Ja, ja, natürlich. Und kein Pet Shop Boys-Fan mehr ab sofort. Ja. Warst du beim Konzert auch? Warte mal, warst du auf dem Konzert auch? Nein, da war ich leider nicht. Ach. Na, leider freu dich. Schade. Was, ja, auf die CD signieren sie für dich auf jeden Fall, machen sie. Und haben sie auch Autogramme dabei? Das war auch. Bestimmt. Und deine Frage noch schnell an mich. Ja, und zwar hast du die Fritteuse von Dieter bekommen? Ja, das ist ein sehr gutes, sehr schön, dass du mich drauf ansprichst. Zufälligerweise werden wir gleich darüber nochmal reden. Ja. Aber er hat nochmal ein Clip Zeit, um sich was Gutes einfallen zu lassen. Okay. Alles klar, bis gleich. Ich freue mich auf die Tour und die Single und das Album sind super. Ja. Die Tour ist ab 31. Mai, ne? Ja, 31. Mai geht's los. Danke. Alles klar, tschüss. Ja, über die Fritteuse reden wir gleich. Vorher schauen wir uns noch einen Modern Talking Clip an, die aktuelle Single Juliet. Und wenn ihr sie schon mal in der Disco gehört habt, so sieht der Clip dazu aus. Ja. Wir müssen heute mithelfen. Wir machen richtig Stimmung. Modern Talking sind noch bei mir und sie wollen nicht diese alten, abgeschlabberten News haben, mit wem Jens Riewer noch was anfängt. Sie wollen die aktuellen Pop-News haben und dafür haben wir eine neue Moderatorin bei uns eingestellt, die uns jetzt alles zu den aktuellen Pop-News sagen wird. Dankeschön, Oliver. Ja, bitteschön. Dieter Bohlen und Thomas Anders, besser bekannt als Modern Talking, noch bei uns in der Sendung. Und hier im Chat fragen die Leute gerade, ob du genervt bist von Stefan Raab, weil du da als Messias bezeichnet wirst und die ganzen Sprüche, die er da drückt. Also, ist das natürlich immer nur ein bisschen flachsig und Messias. Stefan und ich, wir kennen uns ja, glaube ich, wirklich schon seit 15 Jahren. Und wir sind immer sehr gern in seiner Sendung, also Thomas und ich. Und also und B? Und B geht mir das einmal schon bei. Eben. Und ich meine, wenn ich das deutsche Bundesverdienstkreuz kriege jetzt auf Lau durch Stefan, das wäre doch ein Riesen-Event. Dann lasse ich mich da von vier Farbigen mit auf einer Sänfte in die Sendung tragen, mit Fächern und so. Und das wäre lustig. Ja, bevor das passiert, müssen wir noch mal über was anderes reden. Und zwar warst du ja letztes Mal bei uns in der Sendung und du hast mir was versprochen. Ja. Und Ich zeig's einfach nochmal und auch den Zuschauern da zu Hause, damit sie nochmal wissen, worum es ganz genau geht. Ein Ausschnitt von Interaktiv, dem letzten Auftritt von den beiden vor circa 2 Monaten. Und ich habe noch eine Frage und zwar, du bist ja sehr bescheiden. Du hast dir zu Weihnachten ja nur eine Fritteuse gewünscht. Ja, und gekriegt. Echt gekriegt? Ja. Aber es hat nicht geklappt. Also ich meine, es hat geklappt. Ich habe versucht Pommes frites zu machen für meine Kinder eben. Und aber die meinten, das schmeckt scheiße. Also die bei McDonald's schmecken ihm besser. Und jetzt steht die. Also falls jemand eine Fritteuse will, ruft mich an, sagt Bescheid, ich schenke euch die scheiß Fritteuse. Ich kenne jemanden. Mein Kumpel, den ich kenne, der hat nämlich Geburtstag, dem wollten sie eine Fritteuse schenken und der würde ganz gerne, dass du die irgendwie dazu hast. Okay, kein Problem. Also meine Fritteuse ist wer hier. Jetzt mein Wort drauf. Okay. Das machen wir. Eine Fritteuse von Dieter zum Geburtstag. Die beste, wirklich. So, also Moulinex oder irgendwas. So ein Krempel, ganz toll. Und nur einmal benutzt. Was willst du haben? Er hat oder sonst gekriegt, wenn wir den Namen sagen. Na, das was hast du gesagt eben? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Egal, das ist ja auch. Ja, ich hab's ja auf jeden Fall hat es dich emotional berührt. Ja, ich hab's vergessen. Ich bin ganz ehrlich. Also. Ja, ist ja, du hast trotzdem, du hast ja noch Chance irgendwie. Ja. Wir werden dich dran erinnern, auch bei mir. Stefania muss mich dran erinnern irgendwie, weil ich kann mich an nichts erinnern. Stefania, denk bitte dran. Ich weiß nicht, wo ich morgen bin, ich weiß gar nichts. Das wäre sehr nett. Wir werden nämlich dich auch jetzt jeden Samstag bei uns in der Sendung dran erinnern. So wie Lothar Matthäus oder ja, genau. Lothar Matthäus gestern bei Akte. Der hinter mir her. Ja. Wir wollen noch nicht so weit gehen, dass wir erst Ulrich Meier mit Akte 2002 vorstecken, genau. Auf dich auf den Hals schicken. Mulinex-Fritteuse. Genau, das wäre ganz nett, wenn du noch mal dran denkst oder Estefania. Wo ist sie denn jetzt?
Estefania sitzt da. Nee, die Fritteuse. Die hast du ja schon gewusst. Die ist zu Hause. Zu Hause. Ja, wir hoffen, wir machen das dann klar, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Das wird uns sehr freuen. Wir wollen ja nicht, dass. Aber die Kinder haben da die letzten die Hamster eingesperrt und dann. Oh. Solange sie nicht frittiert haben. Ja, da ja. Wollen wir. Sonst gibt es kein Verdienstkreuz. Ja. Nee, klar. Okay, wir haben noch einen Anrufer in der Leitung. Wer ist denn dran? Ja, hier ist der Holmer aus Hannover. Hallo, Holmer? Nein. Holmer. Holmer? Holmer, ja. H-O-L-M-A-R. Holmer, ja. Das ist einzigartig. Ich habe eine Frage an den Dieter. Ich komme aus Hannover halt und einige Freunde von mir wollen auch mal ins Valentino. Gibt es irgendwie einen Insider-Tipp, wie man da reinkommt oder was kannst du dazu sagen? Oder ist das nur für Technik? Ja, ich glaube, nee, die nehmen da ganz normal Eintritt, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, weil ich da noch nie bezahlt habe. Aber es ist billig irgendwie. Und gut, du musst dich einigermaßen vernünftig anziehen. Ja, habe ich eigentlich auch immer. Also, und also, wenn du normal aussiehst da und nicht 6 Pumpguns in der Tasche hast und alles okay ist, dann lassen sie dich da auch rein. Ja, eigentlich. Und sonst fragst du, ja, nächstes Mal sagst du, Dieter hat mich eingeladen. Da sitzt so ein Jörg an der Tür und dann sitzt da Wolfgang an der Tür und den sagst du, ey. Jetzt komm her. Ey, Dieter hat mich eingeladen. Lass mich mal rein da. Ja, ich habe ja nur gehört, dass wir die hübschesten Frauen sein sollen. Und ah, das, ja. Also das stimmt echt nicht. Du. Nee, echt. Naja, wir können ja mal, wenn du heute Abend ist Party da. Besorge ich dir schöne Läden in Hannover. Und ja, ich schlachte heute um 24 Uhr auf, da kannst du auch kommen. Oh, dann nehme ich dich mit rein. Wie bitte? Ja, ich bin um 24 Uhr da. Alles klar. Heute und ein Tattoo auf dem Kopf. Okay. Oh, jetzt könnte ich mir vielleicht denken, warum du nicht reingekommen bist. Ja, ich auch. Ja, aber das sind ja, die Türsteher müssen ja irgendwo auch Auswahlkriterien treffen. Naja, das ist immer nur im Wald. Ne? Man fährt zu weit und dann lässt man eigentlich rein. Das ist immer ein bisschen depressiv. Ja. Aber naja. Total lächerlich, ja. Eigentlich schon. Alles klar. Okay. Gut, bis dann. Okay, ciao. Danke. Tschüss. Ja, so einfach kommt man da rein. Und ihr habt uns ein kleines Geschenk auch für unsere Zuschauer wieder mitgebracht. Für einen Freitag ein Kultgeschenk. Und zwar das T-Shirt hier, ne? Oder nicht? Genau, ja. Ja, ich dachte schon. Ist das ein T-Shirt? Ein Poloshirt. Ein Poloshirt. Von der Tour von der Tour. 2 oder 3 Jahren. Genau. Irgendwie vor 2 oder 3 Jahren von der Tour. Ja. Schön. Hast du das schon angehabt? Ja, das ist sogar schon gewaschen. Ehrlich? Ja, ja. Also wer das haben möchte, wer sich jetzt nicht ekelt oder sowas, das ist nicht gewaschen. Letztes Mal habt ihr wirklich einen Knaller rausgetan, nämlich hier dieses CD-Box. Diese genau. 10 CDs von damals noch original und so. Wunderbar. Also, das gibt es, wenn ihr am Montag ganz genau wisst, was, wie, wo, wieso, weshalb, warum passiert. Ja, dann sind wir schon wieder fast am Ende mit euch. Oder wollt ihr noch was loswerden? Nö, wir gehen auf Tour, kommt alle. Stimmt. 31. März, Mai. 31. Mai bis 16. Juni ist Tour angesagt. Hier in der Nähe seid ihr in Oberhausen, genau. Unter anderem, das weiß ich. Ja, das ist immer toll. Oberhausen macht immer total Spaß. Aber in Köln seid ihr nicht, komischerweise. Nee, aber wir haben letztes Mal Köln und Oberhausen gespielt und da muss man echt wahnsinnig sein. Zu dicht beieinander. Ja, weil die beiden Dinge, also wir hatten Oberhausen eben ausverkauft, aber Köln waren, glaube ich, so 6.000, 7.000 Leute. Also beide Dinger schafft man nicht. Also wir jedenfalls nicht. Nee. Und ich finde J-Lo, was sagt ihr immer? Ich finde J-Lo geil. Ja. Ich verstehe das nicht, dass man die auf den Mond schießen will. Ist ja immer so, die erfolgreichsten Bands sind auch mal gleich die meisten. Ja. Leute haben, die keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was die gegen die haben. Die ist doch mal nett, lieb, süß, ja, klein, kuschelig. Komm ich da auch nicht beschweren, die war immer sehr, sehr nett. Und jetzt kommt ein Clip, ich weiß nicht, hast du schon gesehen, den neuen Eminem-Clip? Nee. Der ein bisschen ja auch für Furore gesorgt hat, weil ja Eminem unter anderem als Osama Bin Laden drin auftaucht. Findest du sowas gut oder ist das nur so Provokation? Naja gut, also ich mache auch viele Sprüche oder so, aber so bei politischen Sachen, ja. Also ich meine, wie heißt der Ansager hier? Jens Riewer heißt er. Ja, wenn der sagt, also sie sie ist im Bett eine Granate. Ja, sie ist im Bett eine Granate, dann hat das für mich natürlich wirklich schon so einen politischen Beigeschmack, ja. Ja, den ich da wegle. Also mit Granaten hab oder Pumpguns würde ich natürlich, im Moment ist man ein bisschen vorsichtiger, glaube ich. Und aber jeder muss das selber entscheiden. Also ich halte das immer so auf rein privaten Sachen. Kochen und alle sowas. Ja. Navigationssysteme oder so. Hat das Six gut für bezahlt? Ich bin zufrieden. Ja, gut. Alles klar. Mercedes läuft. Sehr schön. Dann vielen Dank, dass ihr mal wieder hier gewesen seid. Das ist die Single Juliet. Tour läuft und jetzt kommt der Clip, der exklusiv nur bei Viva diese Woche läuft. Without Me, Without You von Eminem. Und nochmal einen kleinen Applaus vom Team hier an Modern Talking. Bis gleich.